Herzlich willkommen zu einem kleinen Kameravergleich des Xiaomi Mi 10T auf der linken Seite und des Xiaomi Mi 10T Pro auf der rechten Seite. Wir werden uns hier auf ein Video der Hauptkamera auf der Rückseite beschränken, denn ansonsten haben die beiden Smartphones identische Kamera-Setups. Bei der Rückseite ist es jedenfalls unterschiedlich. Bei dem Xiaomi Mi 10T kommt da ein Sony-Sensor mit 64 Megapixel zum Einsatz und bei dem Mi 10T Pro kommt ein 108 Megapixel Sensor von Samsung zum Einsatz. Also hier auf den ersten Blick dürfte man sehen, bei dieser 4K-Aufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde, dass die Qualität sehr ähnlich ist. Die Details sind auch sehr ähnlich. Wo es eher mal einen Unterschied gibt, ist bei der Farbdarstellung. Ich würde sagen, dass das Xiaomi Mi 10T Pro etwas näher an der Realität ist, wenngleich es vielleicht ein bisschen kalt ist in der Farbdarstellung. Aber das Xiaomi Mi 10T ist auf jeden Fall ein Tick zu warm, was man hier sehen kann. Und insofern geht das knapp ans Mi 10T Pro, auch wenn die warme Darstellung bei Mi 10T durchaus natürlich auch was für sich hat, wie man jetzt beispielsweise hier an diesem satten Grün sehen kann. Und hier haben wir dann nochmal eine Aufnahme in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Allerdings dieses Mal in einem Innenraum mit weniger Licht. Hier sollte das Mi 10T Pro theoretisch einen Vorteil haben, da es eine größere Blende hat. Ich muss jetzt allerdings sagen, dass das für mich auf dem Video in der Vorschau nicht so aussieht. Ihr könnt mir aber sehr gerne mal in einem Kommentar sagen, welches Smartphone für euch hier besser abschneidet bei den Aufnahmen mit weniger Licht. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal noch die 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde an. Und hier haben wir dann abschließend noch eine Aufnahme mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde. Bei diesen Aufnahmen hat das Xiaomi Mi 10T Pro einen deutlichen Vorteil, denn das Smartphone verfügt über einen optischen Bildstabilisator. Und da die elektronische Bildstabilisierung bei Xiaomi leider aussetzt, hier bei den 4K 60 FPS Aufnahmen, kann die Pro-Version zumindest noch auf die optische Bildstabilisierung zurückgreifen und insofern auch wesentlich ruhigere 4K 60 FPS Videos erzeugen. Der Punkt geht insofern an die Pro-Version. Weiterhin fällt hier auch auf, dass das Mi 10T teilweise einen etwas springenden Fokus hat, hier bei den 4K 60 FPS Aufnahmen, und weiterhin die Aufnahmen auch nochmal deutlich übersättigter wirken, als es eben schon der Fall gewesen ist. Also insofern hier bei der höchsten Auflösung mit den meisten Bildern pro Sekunde gibt es einen klaren Punkt für das Xiaomi Mi 10T Pro. Gut, und hier haben wir dann nochmal eine Aufnahme über die Frontkamera, wie ich das eingangs bereits erwähnt habe. Alle anderen Sensoren außer dem Hauptsensor der beiden Smartphones sind identisch. Deswegen werfen wir jetzt hier keinen Blick mehr auf die Ultraweitwinkelkamera. Ihr könnt euch gerne unsere beiden Videos für das jeweilige Smartphone anschauen und dann seht ihr die Qualität, wie es dann über die Ultraweitwinkelkamera aussieht. Und ansonsten würde es mich sehr interessieren, welches Smartphone euch hier in dem Kameravergleich mehr überzeugt hat. Lasst es uns gerne in einem Kommentar wissen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.